Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Das ist meine 70. Sendung und ich treibe zu diesem Anlass den unverschämtesten Luxus. Ich habe für eine Sonderausgabe 4 bildende Künstler von Weltrang eingeladen, alle großartig publiziert und in einer Buchsendung am richtigen Platz. Ich beginne mit Gottfried Hellenwein, der mit beispielloser Nachhaltigkeit die Verstörungen von Generationen bebildert hat. Dann kommt Erwin Wurm, ein König der Weltranglisten, von denen er allerdings selbst nicht viel hält. Hermann Nitsch hat den Wiener Aktionismus mitbegründet, die vielleicht einzige, schon jetzt beglaubigte Spur, die Österreich in der neueren Kunstgeschichte hinterlassen hat. Schwer zerstörbar ist auch zumindest bis auf Weiteres das Schaffen Gustav Peichels. Er ist Architekt und wenn es stimmt, dass manche Leute über seine Karikaturen nicht lachen können, so frage ich mich, weshalb sie das seit so vielen Jahrzehnten tun. Zu Beginn Neues aus der Welt der Literatur. Moretti wagt sich ins finstere Tal. Tobias Moretti zählt zu den gefragtesten Schauspielern. Gerade hat er den Alpenwestern Das finstere Tal fertig gedreht. Ein düsterer Streifen um Rache. In das Tal zieht ein finsterer Geselle namens Kreider ein. Auf seiner Abschussliste stehen der Brennerbauer und jeder einzelne seiner Söhne. Einen davon gibt Moretti. Der Familie will Kreider blutig vorführen, was es heißt, zunehmend an Macht zu verlieren. Vorlage für den Kinofilm war der Roman des deutschen Autors Thomas Willmann. Regie führte Romy-Preisträger Andreas Prochaska, bekannt durch Filme wie Die unabsichtliche Entführung der Elfriede Ott. Wann das Drama startet, steht noch nicht fest. Wir sind schon sehr gespannt darauf. 75 Jahre und keine lahme Ente. Die Comicfigur Superman kennt wohl jeder. Unglaublich, aber wahr. Der Muskelprotz hat bereits 75 Jahre auf dem Buckel und feiert im Juni sein Jubiläum. 1938 tauchte er zum ersten Mal in einem Comic auf. Erfunden wurde er von den amerikanischen Künstlern Jerry Siegel und Joe Shuster. Mit ihren Entwürfen blitzten sie zunächst ab. Schließlich überarbeiteten sie Superman und statteten den Helden mit übermenschlicher Kraft und Supergeschwindigkeit aus. Es gelang den Erfindern, ihre Entwürfe einem Comicverlag zu verkaufen. Allerdings erhielten sie dafür umgerechnet nur schlappe 100 Euro. Der Verlag dagegen verdiente in den vergangenen Jahrzehnten Millionen. Miterfinder Jerry Siegel aber lebte in Armut. Proteste von Superman-Lesern führten dazu, dass Siegel schließlich bis zu seinem Tod eine Jahresrente von umgerechnet 30.000 Euro vom Verlagshaus erhielt. Vielleicht hatte ja Superman beim finanziellen Happy End seine Finger im Spiel. Der große Gatsby ist zurück. Hier das ausschweifende Luxusleben, dort Arbeitslosigkeit und soziale Isolation. Keineswegs nur Themen von heute. F. Scott Fitzgerald hat das alles schon in seinem Bestsellerroman Der große Gatsby in den 1930er Jahren erzählt. Derzeit läuft eine Neuverfilmung des Werks in den Kinos. Darin trifft der Millionär Jay Gatsby, gespielt von Leonardo DiCaprio, auf die junge Daisy, in die er sich verliebt. Letztlich endet aber alles in einer Tragödie. Fitzgerald kritisierte die Oberflächlichkeit der Gesellschaft, die in der Einsamkeit Gatsbys zum Ausdruck kommt. Er zeigte auf, dass es dem Menschen nur mehr um Reichtum und Macht geht. Beklemmend aktuell. Ehe wir uns zur Gänze ins betörende Reich der Künste verfügen, die Neuerscheinungen. Femme Fatale. Martin Walker. Erschienen bei Diogenes. Zu haben um 23,60 Euro. Satanistisch grundierte Mordtaten vergiften die Atmosphäre im Périgord, wo sonst in paradiesischer Beschaulichkeit Trüffeln und Wein gedeihen. Bruno Courage, Chef de Police, wird durch bedrohliche Aktualitäten aus den Träumen von der durchwachsenen Kindheit im Waisenhaus gerissen. Sublim, aromatisch. Der heilige Deix. Manfred Deix. Erschienen bei Ecowin. Zu haben um 14,95 Euro.
Dass Manfred Deix von purer Gottesfurcht befeuert ist, erschließt sich aus jedem Strich seiner Zeichnungen, die ja den Menschen als Abbild des Herrn glaubhaft machen. Wie glückhaft inspirativ muss sich sein Werk erst gestalten, wenn er sich dem himmlischen Bodenpersonal zuwendet. Zum Niederknien, anbetungswürdig, was sonst? Faces, Johann Feilacher, erschienen bei Residenz, zu haben um 39,90 Euro. Ein aufregender Kunstband. Der Schweizer Fotograf Matthias Braschler bereiste die Welt und brachte Menschenbilder von essentieller Klarheit mit. Eines seiner Modelle war der ihn begleitende geisteskranke Schriftsteller Edmund Mach, der während der Reise starb. Der Seelenarzt Johannes Freilacher edierte das beeindruckende Resultat und stellte es in der Heilanstalt Gugging aus. Briefe an eine junge Pianistin, Gidon Kremer, erschienen bei Braumüller, zu haben um 18,90 Euro. In seinen Briefen an eine ungenannte junge Künstlerin übt der lettische Violinvirtuose, der sich den Branchenmechanismen früh und nachhaltig verweigerte, Kritik am Zustand der klassischen Musikausübung. Kunstferne Geschäftemacherei mit einigen großen Namen, Verzerrung begabter junger Damen zu Glamour-Phänomenen. Recht hat er. Gegengift. Gerald Hörhahn, erschienen bei Bastei Lübbe, zu haben um 9,30 Euro. Der Investmentbanker, der auch Punk ist, hat endlich das Rezept gegen Wirtschaftskrise und Jugendarbeitslosigkeit. Statt sinnlos zu demonstrieren, soll jeder sein eigener Killerkapitalist werden. Tunlichst, indem er nach Hörhahns Anleitung seine letzten Existenzreserven, nämlich Omas Sparbuch, an der Börse verzockt. Ich hoffe, mein Tischbein hat keine Großmutter. So, und jetzt fehlt nur noch Grasser als Grufti. Meine Damen und Herren, Gottfried Hellwein ist Österreicher, lebt in Irland und Los Angeles und hat im Bewusstsein wie im Unterbewussten vieler Menschen Spuren hinterlassen. Sein Thema war immer die Gewalt. Sein junges Selbstporträt der Qual mit Gabeln in den Augen war auf den Titelblättern der größten Zeitschriften abgedruckt. Sein James Dean, verloren auf dem Boulevard of Broken Dreams, hat den Trotz und die Einsamkeit verlorener Generationen personifiziert. Er hat Donald Duck Staatsmuseen tauglich gemacht, als das noch keine Selbstverständlichkeit war. Er hat Andy Warhol und Mick Jagger fotografiert und verstört heute mit seinen sanften, riesenformatigen Kinderporträts, die wie Apotheosen des Schmerzes sind. Die Albertina widmet ihm zum 65. Geburtstag die größte Retrospektive seines Lebens. Und jetzt ist er bei mir. Ein Verhör zu Beginn. Gottfried, komm zu mir. Servus. Servus. Bitte nimm dort Platz. Im literarischen Verhör Gottfried Hellwein. Herr Hellwein, haben Sie irgendeine Phobie? Ja, eine Architekturphobie habe ich. Also es gibt so viel grauenhafte Architektur mittlerweile. Das irritiert und erschreckt mich, muss ich sagen, wo immer ich hinkomme. Es schaut überall gleich aus, egal ob in L.A. oder in Wien. Man würde, wenn man vor irgendeiner zeitgenössischen Architektur steht, in der Regel nicht wissen, welcher Stadt das ist oder auf welchem Kontinent. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn ich Mickey Maus Hefte erwähne? Naja, da erinnere ich mich an den Moment meiner Erlösung, als der Heiland in mein Leben trat, der gute Donald, und mich nach Entenhausen entführte. Das war für mich so wie der Beginn meines Lebens eigentlich. Das war meine Wiedergeburt. Es war so in Wien der Nachkriegszeit, wo alles wirklich grauenhaft und depressiv war. Und dann war für mich das Öffnen des Mickey Mouse Heftes, und ich habe eines der ersten Mickey Mouse Hefte gekriegt. Das war wieder Eintritt ins Paradies. Wenn ich mich jetzt hier verletze, könnten Sie mich professionell verbinden? Ja, wunderbar. Und wenn eine Kamera da ist, würde ich sie auch zugleich fotografieren, um für die Nachwelt festzuhalten. Würden Sie damit in die Kunstgeschichte eingehen? Haben Sie immer wiederkehrende Träume? Ja, also es gibt immer wieder, die meisten Träume sind Horrorträume, die ich habe. Und es hat immer zu tun mit einer Welt, in der alles
vollkommen unterdrückt ist. Ein faschistisches Regime, vor dem man flüchten muss, sich verstecken muss, laufen muss. Häscher sind hinter mir her. Also es ist so wie Brave New World und die Nazizeit und 1984 vermischt sowas dann. Wenn Sie mit der Malerei kein Geld verdient hätten, was würden Sie arbeiten? Ich weiß nicht, ich wollte immer ursprünglich Arzt werden, Kinderarzt. Ich habe gedacht, ich wäre gern Chirurg gewesen und mir das so romantisch vorgestellt. Ob ich wirklich Arzt geworden wäre, weiß ich nicht. Hat Geld Ihren Charakter verdorben? Da habe ich nie genug anhäufen können, um meinen Charakter wirklich zu beschädigen. Das ist mir nicht gelungen. Ich habe das also immer wahrscheinlich spontan in weiser Voraussicht immer schnell ausgegeben. Welche menschliche Eigenschaft ist Ihnen zutiefst zuwider? Naja, Fadheit oder Spießigkeit, ja? Spießbürgertum, wenn Leute so konform werden, ja? wenn alles gleich wird, das ist eigentlich mir am meisten zuwider. Ja? Also ich habe gern Leute, die Freaks sind, die eigenartig sind, die Spinner sind, Sonderlinge, sowas habe ich gern. Und da war Wien ja immer sehr reich in meiner Jugend. Also ich habe noch nie so viele Spinner, Wahnsinnige, Irre gesehen wie damals in Wien. Also das liebe ich eigentlich. Sind Sie ein religiöser oder spiritueller Mensch? Ja, sehr. Ich glaube ja und hoffe, dass ich dereinst, wenn ich aus dem Leben scheide, im ewigen Entenhausen zur rechten Dagobert Dux in seinem Geldspeicher sitzen werde und dann in alle Ewigkeit in den Talern wühlen darf. Vielen Dank für das Verhör. Gerne. Danke. Gottfried, Wahnsinn, dass du da bist. Wie schön, servus. Was trinkst du, Rotwein oder Rivella? Jetzt meinst du, im Moment? Ja. Na, Wasser, wenn wir jetzt am liebsten. Das haben wir ja gerade nicht. Das ist ja das Teuflische, das Tückische an dieser Sendung. Also dann Rotwein, würde ich sagen. Habe ich doch gehofft. So. Also. Ich wünsche einen gesegneten Schluck. Darf ich den da so herstellen? Ja, wunderbar. Sag, wie gefällt dir denn als einem der großen Porträtisten das Porträt, was der Oskar Stocker von dir gemacht hat? Also grundsätzlich sind mir Porträts, die mich als Objekt haben, zuwider. Also ich will meine Porträts nicht anschauen. Du hast dich aber selber porträtiert. Schaust du das auch ungern an? Naja, da bin ich ja bandagiert und habe Gaben im Auge. Man sieht ja nicht sehr viel. Ne? Verstehe. Na, jetzt ja auch nicht. Du hast ja Brille vor dem Auge und dein Kopf ist auch bandagiert. Was steht da normalerweise drauf auf dem Kopftuch, wenn da keine Totenköpfe sind? Da ist immer so ein Zeichen. Weißt du, was das heißt? Na, ich habe so viele verschiedene Kopftücher. Also, da sind manchmal chinesische Zeichen drauf. Ich verstehe. Und warum die Sonnenbrille? Meine Augen sind sehr sensibel. Ich arbeite immer bei künstlichem Licht, also künstliches Tageslicht, Tag und Nacht. Und es ist relativ grell. Und ich habe mich daran gewöhnt. Und das ist mir. Ich beschütze meine Augen. Verstehe. Kannst du dich erinnern, 1985 hab ich mit dir das Interview gemacht, wo du gesagt hast, du gehst aus Österreich weg. Hast du das jemals bereut? Du bist jetzt in Los Angeles, in Irland. Nee, das war der richtige Schritt damals. Es war so, dass Wien ja in der Nachkriegszeit ein wirklich wahrhaft schrecklicher Ort war. Also in den 50er, 60er Jahren, das war die Hölle. Erstmal waren zu viele alte Nazis hier und es war depressiv. Ich kann mich als Kind erinnern, meine frühesten Erinnerungen waren, dass ich mir gedacht habe, da wollte ich eigentlich nicht sein. Mir war alles fremd, es war bedrohlich, die Leute waren grantig, mir kamen die Erwachsenen alle schier vor als Kind. Und es war so ein Klima in Wien, es war so repressiv noch. Ja? Man darf nicht vergessen, wo wir in der Grafischen waren, zusammen mit Dex und Yoshi Brahma und anderen, wenn wir damals, wir wollten auch längere Haare haben, so wie die Beatles und die Stones. Wenn die Haare in der Nähe der Ohren kamen, ist man auf der Straße tätlich bedroht worden. Die Leute haben geschrien, das Kerz vergast, das Gesindel. Ein paar Arbeiter haben uns Steine nachgeworfen. Ja. Und wenn man nicht schnell genug war, hat man ein paar Flaschen gekriegt. Ne? Große oder kleine Steine? Große auch, große, kleine. Hat dich mal einer getroffen? Nein, mir ist nie was passiert, ich war sehr schnell. Aber der Manfred war langsamer eher, der Teig. Na, dem ist auch nicht viel passiert. Josef Brahma hat die Flaschen abgefangen. Weil der war so, der hat sich immer zugewandt den Angreifern und wollte sie beschwichtigen und hat immer
ein paar Verkehrte gekriegt. Aber es gab ja auch Lokale, wo Aufschriften waren wie für Hunde, Gammler und ähnliches Gesindel Eintritt verboten. Ja. Aber? Ja, ja, es war also ein Klima, das war so schrecklich damals. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie Wien sich völlig verändert hat. Und es war so, dass in Künstlerkreisen jeder weg wollte. Also jeder davon geredet, abzuhauen von Wien. Aber es ist wenigen gelungen, weil Wien so eine unglaubliche Gravitation hat. Ja. Das heißt, man kann irgendwie aus dem Bannkreis nicht entfliehen. Für mich hat es gedauert bis 1985, bis ich endlich mal, hatte ich schon einen Haufen Kinder, alle genommen habe und weggegangen bin. Und das war auch damals fand eine Ausstellung in Albertina statt und das war mein Abschied, da war ich weg. Da wäre es nicht Zeit, jetzt mit der neuen Ausstellung vielleicht wiederzukommen? Weil hat sie nicht, ist es noch immer so grauslich? Nein, nein, Wien hat sich völlig verändert. Also ich glaube, der wichtigste Augenblick war, die Zäsur war der Fall des Eisernen Vorhangs. Weil ich glaube, vorher, Wien hat unter so vielen Traumata gelitten. Ja. Ich glaube, das Wichtigste, Schrecklichste war der Zusammenbruch der Monarchie für die Menschen hier in Wien. Ja. Weil Wien sich ja damals gefühlt hat in maßloser Selbstüberschätzung als der Nabel, der Mittelpunkt der Welt. Ja. Mhm. Und zum Teil hat es ja gestimmt. Es war das Zentrum einer gigantischen Welt, ja, auch der Kunst und Literatur und das ist mit über Nacht komplett verschwunden. Es war nichts mehr über. Und dann kam die Zwischenkriegszeit, auch der Bürgerkrieg hier, dann die Nazizeit. Das heißt, es sind so viele schreckliche Sachen passiert. Und als ich auf die Welt kam, war Wien einfach genau das Ergebnis davon. Von all diesen traumatischen Erlebnissen, lauter frustrierte Leute. Alles satt, grantig, hinterhältig. Es war die Kunstszene. Alles war aggressiv damals, unglaublich aggressiv. Bös, klüngelhaft, gell, so. Unglaublich, es war verschworen. Da gab es die Partie um den Pichler, als der Pichler war der Gott. Und nur wenige Auserlesene durften mit ihm in Ancora Verde sitzen. Und der Schmögner wollte auch dazugehen, haben sie aber lange Zeit abgelehnt, weil er Illustrator ist. Und dann gab es also diese Klicken, die sich gehasst haben wie die Pest, ja. Es war sehr aggressiv, das Klima. Aber das ist auch als Reaktion zu verstehen auf die Welt, in die wir hineingeboren sind. Ja? Deswegen ist auch die Kunst so anarchistisch. Und auch deswegen gab es Wiener Aktionismus hier. Jede Kunst ist immer eine Reflexion, eine Reaktion auf die Welt, in der die Künstler leben. Ne? Und das schien damals die einzig mögliche Form in der Kunst, durch Anarchie und Ekstase im Rundumschlag einfach das zu beenden. Und deshalb hat es stattgefunden. Du hast ja selber einiges mitgemacht. Man wollte dich zum Professor machen. Man hat das also klüngelhaft verhindert, wenn ich mich erinnere, und intrigant, nicht? Ja, das war lustig, weil der Hausner hat mich vorgeschlagen plötzlich, ja, über Nacht. Also ich habe den Hausner ja kaum gesehen. Ja. Das war sein größtes Verdienst, dass auf der Akademie er sich nicht eingemischt hat. Man hat ihn nie gesehen, also man konnte machen, was man wollte. Aber eines Tages kam er dann und sagte, ja, also ich mache mir jetzt Gedanken, wenn ich in die Emeritierung gehe, wer mein Nachfolger ist. Und dann erfuhr ich, dass ich bei Du bin mit ihm und dann war ich der Nachfolger. Da habe ich gesagt, das geht nie, das werden die nie akzeptieren, das ist unmöglich. Weil ich bin das Feindbild der ganzen Szene hier. Nein, er glaubt, das kriegt er hin. Und natürlich, als er mich vorschlug, haben die alle komplett durchgedreht im Stand. Getobt, nur über meine Leiche und so weiter, was eh wunderbar war. Es war sehr gut. Mhm. Na und jetzt, kannst du dir vorstellen, zurückzukommen? Ich bin ja zurückgekommen, ja, ich komme immer wieder. Na kurz. Ich komme immer wieder kurz. So wie der Handke, der auch immer sagt, er kommt gern auf Besuch. Ja, vom Handke habe ich ja gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er nach Wien zurückkam und ging durch die Kärntnerstraßen und dachte sich, das ist eigentlich eine tolle Stadt. Ich weiß gar nicht, warum ich damals so dringend weg wollte davon, ne? Dann sagt er, nach 3 Tagen wusste ich es wieder. Und so weit will ich es gar nicht kommen lassen. Es ist so, ich muss sagen, dass ich aus der Distanz, aus der räumlichen und zeitlichen Distanz, Wien plötzlich zu schätzen gewusst habe. Mir sind plötzlich so viele Qualitäten aufgefallen, die man vielleicht, wenn man in Wien lebt und da und lässt, dann muss ich alles nicht so sehen kann. Ja? Du sagst es, ich habe keine Ahnung, was die sein sollen. Was denn zum Beispiel? Es ist die Kultur, ja? die man nicht direkt so festmachen kann, aber die fehlt, wenn man in Amerika lebt oder in Irland oder in Deutschland. Ja? Da gibt es bestimmte Dinge, die fehlen plötzlich. Plötzlich merkt man das. Und was mir am meisten abgeht, muss ich sagen, ist der Wiener Dialekt. Das war also der wirklich ordinäre Wiener Dialekt. Ist etwas, was man wirklich abgeht. Das ist eine ganz große Kultur. Und ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen, in Favoriten. Und Lukas Resetaritz gleich um die Ecke. Das heißt, wir können noch den richtigen
alten Wiener Dialekt, das geht mir irrsinnig ab. Du seid aber die Letzten, weil der ist völlig ausgestorben. Die Leute sprechen schon in einem seltsamen Pidgin-Englisch mit einem Binnen. Leider, das meine ich, das ist eine der großen Kulturen, die zugrunde gehen. Ja, als ich den Rosenkavalier gemacht habe in Los Angeles, da war der Riedel da, der Kurt Riedel, und der ist aus Otterkring, und der kann auch was, mein lieber Schwan. Also der kann wirklich ordinär. Der Kresnik war dort, den habe ich auch dazu geholt. Und dann war das ein, also mit denen konnte man so ordinär reden. Es war toll, weil das eh niemand versteht. Also man kann den Ober rufen und sagen, Herr Ober, Sie Beidl, kommen Sie her, der ist gar nicht beleidigt, weil der versteht das. Man konnte richtig ordinär sein, und das war ein Genuss, ja. Also mir geht viel von dem Wien ab, muss ich sagen. Hast du den Manfred schon getroffen, seit du hier bist? Noch nicht. Ich komme zuerst zu euch und dann ganz blitzschnell. So gehört sich das. Genau. Ich muss mir ja Zeit nehmen für ihn. Manfred ist ja ein komplexes, diva-haftes Wesen, und da muss man mehr Zeit haben. Das geht nicht so schnell. Ja, Katzenallergie hast du keine? Na, überhaupt nicht. Na, ich traue mich zu ihm nicht, weil ich immer Angst habe, dass ich meinem alten Kater eine Seuche mitbringe. Weil irgendein Viech ist immer verseucht bei Manfred natürlich. Na, es sind so viele, da kann was passieren. Aber die Katzen haben ihm schon oft aus Verlegenheiten geholfen. Ich kann mich erinnern, wo die Steuerfahndung mal kam und sie wollten ihm an den Kragen. Und dann hat er zu seinen Katzen gesagt, Kinder, ihr habt mein ganzes Leben verpotzt. Ich hab mein letztes Herzblut für euch gegeben. Ihr müsst mich jetzt retten. Und dann hat er die Katzen auf die ganzen Unterlagen brunzen lassen. Das war der Als die kamen, waren die so schockiert, dass sie gleich wieder abgehauen sind. Und sonst wieder kommen mit Mundschutz und Gummihandschuhen. Und da ist nicht viel draus geworden. Das heißt, die Katzen haben sich auch als praktisch erwiesen, glaube ich. Ich verstehe. Sag einmal, hast du irgendeine Erklärung, woher deine Präsenz in der Öffentlichkeit kommt? Du gehörst ja nicht zu dieser. Du gehörst ja keinen. Du bist in keinen Ranglisten, in keinen Auktionslisten. Auf der anderen Seite. Wenn zum Beispiel der Fall Fritzl, nicht? Sofort hat die Süddeutsche geschrieben, du hättest dieses klaustrophobe, schreckliche des Österreichertums gezeigt. Wenn in Amerika ein Massaker ist, ein Schulmassaker, Fortmann gesehen hat, geschrieben, deine Kinderporträts, die erklären alles. Hast du eine Erklärung, woher diese bedrängende Aktualität kommt? Ich habe das ja richtig kultiviert. Ich war froh, immer ein Außenseiter zu sein. Ich wollte nie zu irgendeiner Partie dazugehören. Mir war unangenehm, dieses sich einordnen in irgendwelche Regeln. Das heißt, ich war immer ein Außenseiter und genieße das. Und ich finde auch in der Kunst schädlich, diese Kommerzialisierung und diese Ranglisten, weil Hitparaden sollte es für Schlagersänger geben, Volksmusikanten. Das hat in der Kunst überhaupt keine Relevanz. Das ist völlig unbedeutend. Ob Kunst sich bewährt, zeigt einfach die Zeit, ja. Mhm. Ob diese Bilder in den Köpfen der Leute überbleiben, ob das etwas bewirkt, ja. Und bei mir war es so, was mich wirklich immer wieder erstaunt hat, aber freut, ist, dass immer wieder Leute zu mir kommen, die sagen, wissen Sie was, seit ich ein Kind war, bin ich mit Ihren Bildern immer aufgewachsen. Das hat mich so aufgewühlt, das hat mich geprägt. Und das haben mir so viele Leute gesagt, von denen ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Auch bei der Oper, die wir in Israel gemacht haben, Rosenkavalier ging nach Israel, war eine Sängerin, die sagt, Sie wissen gar nicht, was für eine Idol Sie für mich sind. Seit in meiner Kindheit, sagt die Sängerin, habe ich immer ihr Selbstporträt dort gehabt, dieses Schreiende. Und das war ein Bild, das war mir in meiner Pubertät wahnsinnig wichtig. Und ich treffe in Amerika Leute, ich treffe hier Leute, den Chefredakteur von der Presse, er sagt mir, ich bin mit Ihren Bildern aufgewachsen. Ich habe manche Bilder mich bis in den Traum verfolgt, ja. In die Albträume, aber manche andere Bilder mich fasziniert. Das heißt, mir ist es wichtig, in Museen, meine Bilder in Museen zu wissen, aber noch wichtiger ist es zu wissen, die Bilder sind in den Köpfen der Leute. Das ist eigentlich wichtig. Mit Amerika hast du keine Probleme. Du bist in einem Bundesstaat sogar, in dem die Todesstrafe verhängt wird. Ja. Das geschieht eigentlich nur in den allerübelsten Bananenrepubliken und grauslichsten Diktaturen. Ja, mit der Frage stichst du ein Wespennest an. Das wird also, würde den Rahmen der Sendung sprengen. Über Amerika kann ich viel sagen. Ich finde es, also ich bin ganz froh, dass ich in Los Angeles bin. Ja? Weil man dort, das ist so wie der Vorposten des Abendlandes, ja? Des untergehenden Abendlandes. Mhm. Von da aus kann man direkt aus der Loge sehen, wie alles zusammenbricht. Und Amerika ist wirklich leider, ist ein Land, das ich wirklich verehre und liebe, aus vielerlei Gründen. Und das ist ein Land, das immer noch sehr große Qualitäten hat. Also ich stehe auf dieses Land. Aber wenn man sieht, wie dieses Land jetzt langsam in sich ein faschistisches System verwandelt, wie
Gewalt, alles dominiert. Es ist eine Art Todeskult, der von Amerika ausgeht. Und zwar in der Unterhaltung, in Computergames, in allem. Alles, es geht immer um Töten und um Tod. Ja? Wenn man sieht, wie bei dem letzten Anschlag in Boston ganze Stadt abgeriegelt wurde, wie die Polizeieinheiten schauen ja nicht mehr aus wie Polizisten. Das sind ja keine, das ist ja nicht mehr der Schutzmann von der Ecke, sondern das sind schwer vermummte Soldaten, ja? die dann immer vermummt, man sieht keine Gesichter mehr, schwerst bewaffnet, sich in die Straßen ergießen. Es waren also Tausende von diesen Monstern, Kampfhubschrauber, Panzer. Und dann hat man in jedem Haus die Leute herausgeholt. Die Leute mussten mit, jeder Bürger musste mit erhobenen Händen sein Wohnhaus verlassen. Die Polizei hat geschrien, run, run, run. Und da sieht man alte Großmütter, die versuchen dann mit Händen in der Höhe auf die Straße hinauszulaufen. Ja. Und das wiederholt sich jetzt. Die Leute werden daran gewöhnt. Man gewöhnt sich daran, dass ununterbrochen Sondereinheiten mit Panzern, Kampfhubschraubern auftauchen. Es gibt immer Manöver in Städten, wo plötzlich Schwärme von Kampfhubschraubern drüber fliegen. Es ist, die Gesetze werden immer extremer. Obama, der Friedensnobelpreisträger, hat ja ein Gesetz unterzeichnet, den National Defense Authorization Act, nach dem jeder Amerikaner jederzeit verhaftet werden kann und für immer weggesperrt werden kann. Ohne Beweis, ohne Recht auf einen Anwalt, ohne dass die Familie verständigt werden müsste. Based on suspicion only, das heißt auf Verdacht hin alleine für immer. Da die Amerikaner auch ganz offiziell zugeben, dass sie Enhanced Interrogation haben, was früher Folter hieß, aber jetzt ein schöneres Wort gekriegt hat, ist das irgendwie bedrohlich. Ne? Erinnert massiv an China eigentlich. Ja, ich muss sagen, mir fällt auf, dass die Systeme der großen Mächte, sei es Russland, China oder Amerika, sich eigentlich angeglichen haben. Ja? In Wahrheit muss man sagen, dass der Raubkapitalismus gewonnen hat. Also der Marxismus hat einfach verloren. Jetzt im Moment, wenn man schaut, jeder Versuch ist gescheitert. Wer wirklich gewonnen hat, wahrscheinlich weil das System raffinierter ist oder was immer der Grund ist, und zwar auf der ganzen Linie, ist der Superkapitalismus. Ja, aber wie soll denn das weitergehen? Es wird bald niemand in der Lage sein, ihn zu konsumieren. Ich glaube, das sieht man ja, es geht dahin, wenn man Europa anschaut, dann sieht man, dass mittlerweile Europa nicht mehr von Politikern regiert wird, sondern von Bankern. Es geht um die Troika. Jeder zittert vor der Troika, vor Rating Agencies, vor dem European Stability Mechanism and IMF und wie sie alle heißen. Ja? Das sind alles Banker. Banker bestimmen die Regeln. Banker bestimmen, dass in Zypern und in Griechenland alle Sozialleistungen absolut gestrichen werden. Und wenn das auch nicht reicht, dann nimmt man einfach den Leuten das Ersparte weg. Das geht ja auch. Man nimmt es einfach weg. Und wohin führt das? Das führt dazu, dass die Länder eines nach dem anderen bankrott gehen. Also man muss schon sagen, wenn man nüchtern bleibt, es ist zwar verboten, gegen die EU zu reden, aber ich finde die EU in der Form, wie sie da ist, persönlich scheiße. Das ist zum Beispiel, was ich mir erlauben kann zu sagen, da ich von niemand gewählt bin, ich muss niemand gefallen, ich kann nirgends dazu. Also ich finde die EU, die so wie sie existiert, von Bankern erdacht wurde, super scheiße. Das ist nicht erdacht worden von Leuten, ist nicht für Leute, für die Menschen. Es nützt nur Goldman Sachs und JP Morgan. Ja. Für den Rest ist es eine Katastrophe. Ich habe das in Irland erlebt. Als ich vor 15 Jahren nach Irland kam, war das freieste Land der Welt. Mhm. Man konnte sich niederlassen als Künstler, man war von der Steuer befreit als Künstler. Deswegen sind viele Schriftsteller und Maler dahin gezogen. Es gab keine Regeln. Ich habe nie ein Formular ausfüllen müssen. Ich habe 10 Jahre keinen Polizisten gesehen. Ich wusste gar nicht, ob die überhaupt eine Polizei haben. Es war gar nichts. Niemand hat sich um was gekümmert. Jetzt mittlerweile schaut es ganz anders aus. Die Steuervergünstigungen sind natürlich gestrichen worden. Es gab keine Property Tax davor. Das gibt es jetzt alles. Und Irland ist bankrott. Das heißt, und warum? Nicht, weil die Bürger verantwortlich sind, sondern die Anglo-Irish Bank hat sich erlaubt, 80 Milliarden Schulden zu machen. Und dann tanzen sie bei der Regierung an, so wie überall in allen Ländern, sagen, ihr Arschlöcher, gebt uns jetzt die 80 Milliarden. Wir haben die verbraten, die hätten wir jetzt gern wieder. Und das macht der Staat selbst auf das Resultat hin, dass das Land bankrott ist. Ne? Und das führt immer zum Gleichen. Das Ende ist immer Kürzung aller Sozialleistungen. Leute werden massenhaft entlassen. Und alle die Errungenschaften, die mühsam errungen wurden, seit dem Beginn der Sozialdemokratie und des Marxismus sind vom Tisch gefegt. Ja. Und ich habe mir auch in Amerika oft gedacht, dass diese Sozialpartnerschaft in Europa doch was Tolles ist. Das gehört zu den Sachen, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich, so sehr man über Wien gelästert hat, gut in Österreich. Man muss sich nicht fürchten, dass man auf der Straße ist. Oder wenn ich einen Unfall habe, dass das Krankenhaus mich nicht annimmt, weil ich nicht Geld in der Tasche habe oder eine Credit Card. Ja. Das heißt, das ist nicht selbstverständlich in Amerika. Das Erste, was im Krankenhaus, wenn man schwer verwundet ankommt, stürzen sich sofort die Finanzhaie hin und durchsuchen die Taschen, ob es eine Credit Card gibt. Ja?
Aber ich denke, dass die Zukunft so sein wird, dass wir auf ein totalitäres Regime hingehen. Das sieht man ja. Ich glaube, dass all das, was postuliert wurde in 1984 und Brave New World, dass das längst überholt ist. Es wird alles überwacht. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie ein Land, das so frei war wie Amerika, manchmal auch anarchistisch, aber dass das jetzt so ein wirklich faschistisches Regime wird, langsam Schritt für Schritt. Ich hoffe, ich darf wieder einreisen in Amerika, wenn ich hier so freimütig rede. Na ja, ausweisen hier werden sie dich zumindest nicht, also kommst du halt einfach wieder zu. Bist du eigentlich amerikanischer Staatsbürger? Nein. Bist du österreichischer Staatsbürger? Oder österreichischer Staatsbürger irischer? Und irischer. Österreichischer und irischer. Ah, verstehe. Aber meine Enkelkinder sind amerikanische Staatsbürger. Wie hast denn du deinen Enkelkindern deine Kunst eigentlich kommuniziert? Das sind ja harte Dinge. Also ich muss sagen, Kinder, vor allem meine eigenen Kinder und meine Enkelkinder haben noch nie Probleme gehabt. Die wachsen ja so auf, die wachsen im Atelier auf, die kennen die Bilder, die sehen, wie sie zustande kommen. Meine Kinder werden auch als Modell verwendet. Die Enkelkinder, also ich verwende die, solange sie im richtigen Alter sind. Was ist das richtige Alter? Das richtige Alter ist so zwischen 6 und 10. Das sind diese ungemein bewegenden, traumhaften, verletzten, tief in sich zurückgezogenen, in sich hinein emigrierten Kinderporträts. Das war immer dein Thema, irgendwie Gewalt gegen Kind und ja, was kind, dagegen tun. Das Kind ist das die Zentralfigur, das Zentralthema meiner Arbeit. Und es hat eigentlich angefangen, muss ich sagen, mit dem, wo ich als Kind oder als Jugendliches das erste Mal vom Holocaust erfahren habe, seltsamerweise. Also es hat sich bei mir so unglaublich eingeprägt. Es war ein absolutes, ein Moment, ein traumatischer Moment, muss ich sagen. Und ich wollte dann mehr wissen, ich habe das nicht verstanden. Und ich habe nur gehört, wenn mal das Wort Jude ausgesprochen wurde, dann waren alle peinlich berührt, haben zum Schwitzen angefangen. Alles war komisch. Ich meine, was ist da los? Was ist da? So wie auch mein Freund Dykes gesagt hat, er wollte immer nach Wien, um endlich mal Huren, Wamme und Juden zu sehen. Ja? Weil das waren diese großen, mystischen Dinge, bei denen jeder sich geräuspert hat. Das war ganz eigenartig. Und ich habe dann auch mitverfolgt die ersten Kriegsverbrecherprozesse, die dann Österreicher selbst durchführen konnte. Habe versucht zu lesen in der Kronenzeitung und so und mitzukriegen, was da war. Und das war für mich vor allem schockierend zu sehen, wie diese Leute sich alle selber freigesprochen haben. Also wie Leute, die mit eigener Hand Hunderte oder Tausende zu Tode gefoltert und gekillt haben, freigesprochen wurden. Was ich damals nicht wusste, ist, dass die Staatsanwälte und die Richter auch alles Nazis und SS-Leute waren. Und die Sachverständigen, Ärzte und so weiter. Und das hat mich auf das Thema Gewalt gestoßen. Die Vorstellung, dass jemand grenzenlose Gewalt gegen jemanden ausübt, der hilflos ist. Ich habe dann bemerkt, dass das eigentlich das Thema der Weltgeschichte ist. Die Geschichte besteht aus einer Sukzession von Unterdrückung, Ausrottung, Schmerzzufügung. Ja. Und ich glaube, die meisten Menschen haben Gott sei Dank einen Verdrängungsmechanismus, der sie weiterleben lässt. Ich habe den nicht in dem Maße ausgebildet. Ich musste alles lesen, ich wollte alles wissen, auch über den Vietnamkrieg und so weiter. Und irgendwann bin ich dann gestoßen auf den Missbrauch von Kindern. Das hat man damals, als ich darüber geschrieben habe, ja nie thematisiert, das war nie erwähnt. Das ist ja alles erst viel später gekommen. Das heißt, die Bilder, die ich damals gemacht habe mit diesen verwundeten Kindern, es war für mich der einzige Ausweg, mit dem Thema umzugehen. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Und damals gab es also sehr heftige Reaktionen. Die Leute haben mich als geisteskrank bezeichnet. Und woher kommt diese kranke Fantasie? Und jetzt ist mir aufgefallen, dass in den letzten Jahren diese ganzen Missbrauch-Szenarien in den Kinderheimen, katholischen, staatlichen, ja, diese grauenhaften Sachen, die da passiert sind, sind nämlich genau zu dem Zeitpunkt passiert in Wien, als ich das hier gemalt habe. Ich wusste das nicht analytisch, aber ich habe eigentlich genau das beschrieben. Ja. Diese geknebelten, bandagierten Kinder, das war immer mein Thema. Ich bin ja immer da wieder zurückgekommen auf dieses Thema. Gottfried, bleib bitte bei uns, menge dich auch weiterhin in das Gespräch. Ich danke dir dabei. Ja. Meine Damen und Herren, Erwin Wurm ist Steirer, einer der einflussreichsten Künstler unserer Zeit. Eine der Weltranglisten führt ihn auf Platz 19 und sein Werk lässt sich nicht katalogisieren. Er hat ein stürzendes Einfamilienhaus auf das Dach des Museums Moderner Kunst gehängt, Polizeikappen ins Gigantische gebläht und nackte Menschen fotografisch zu gespenstischen Karikaturen verfremdet.
Zur Feier des Tages werden heute alle Gäste verhört, auch er ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Erwin Wurm. Herr Wurm, finden Sie sich selbst schön? Was soll man dazu sagen? Nein. Ich hadere immer mit mir. Warum? Ich hätte immer gerne ausgeschaut wie der Arnold Schwarzenegger. Es ist mir nicht geglückt. Besitzen Sie kleinbürgerliche Statussymbole? Auto, Haus und so weiter, ja. Mhm. Und wie lebt sich's damit? Gut. Sicher? Ganz sicher. Mit welchen Menschen umgeben Sie sich lieber, mit Extrovertierten oder Introvertierten? Mit Introvertierten, weil extrovertiert bin ich selbst. Was ist Ihr größtes Laster? Ungeduld. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Muss alles sofort geschehen, gleich geschehen, möchte es gleich haben, kann nicht warten. Haben Sie schon mal etwas gestohlen? Die Herzen mancher Damen. Nein, Spaß beiseite. Ja, doch, ich kann mich erinnern, früher, wie ich Student war, habe ich von meinem Vater 3000 Schilling gekriegt im Monat. Das war ja nicht so viel. Ich meine, es war für mich damals wunderbar, aber es war ja dann doch nicht so viel, wenn man das umrechnet auf Euro. Das sind, weiß nicht, was, 200 Euro oder so. Und da musste ich einen Monat auskommen. Und am Ende des Monats wurde es so knapp, dass ich einkaufen gegangen bin. Und ich weiß es noch genau, Tiefkühlfleischknödeln, die haben da so schön hineingepasst. Und die habe ich mir sozusagen besorgt, gratis besorgt, weil sonst wäre ich nicht durchgekommen, nicht ausgekommen. Aber ich habe heute noch dieses Gefühl der kalten Fleischknödel unterm Arm hier und da. Waren Sie ein stilles oder ein aufgewecktes Kind? Ein aufgewecktes Kind, ein lautes, ein vorwitziges, ein vorlautes, ein freches Kind. Zum Ärger meiner Eltern. Was geht Ihnen in Österreich auf die Nerven? Die Österreicher. So ein schönes Land, wenn es die Österreicher nicht geht. Nein, die Politik geht mir in Österreich wirklich am Nerv. Wofür würden Sie auf die Straße gehen? Bin schon. Damals, wie die Schüsselregierung an die Macht kam, bin ich auf die Straße gegangen. Würde ich sofort wieder machen, wenn so etwas wäre. So ein ähnlicher ärgerlicher und enttäuschender Vorfall. Nicht wegen, bin ich wegen dem Schüssel auf die Straße gegangen, sondern weil damals der Schüssel das ermöglicht hat, und das verzeihe ich ihm heute noch nicht, den Haider quasi gesellschaftsreif zu machen. Und auch die Saga, die der Haider und seine ganzen Burschen da losgelassen haben, das fand ich fatal. Ein idealer Abend, wie schaut der aus für Sie? Zu Hause, gemütlich, nach der Arbeit, lesend, nachdenkend, mit meiner Frau zusammensitzen. Danke für das Verhör. Gerne. Strenges Verhör. Herr Wurm, wie schön, dass Sie da sind. Was trinken Danke, Sie, Rotwein ja. oder Rivella? Ich hätte gerne ein Wasser. Ja, was genau ist Rivella? Was ist Rivella? Rivella ist so ein auf Molkebasis stehender, degenerierter Schweizer Almdudler. Nein, das hat wahrscheinlich Laktose drinnen, oder? Das könnte wohl sein. Das sollte ich nicht trinken. Dann trinke ich, bleibt mir nichts anderes übrig. Und Wein, muss ich Wein trinken? Dann muss ich mit sowas quälen. So wird man zum Alkoholiker gemacht durch den ORF. In der Sendung. Ja, die Gäste sind heute sehr spröde, was den Wein betrifft. Glauben Sie, ich jetzt kein Wein. Nein, er wollte auch ein Wasser. In dieser Sendung muss man zum Alkoholiker. Dann ist das ein Wein, wenn man schon keine Ahnung, was haben wir denn da hübsches? Weingut Wien, Kobenzl, Senator okay. Zweigelt. Okay. Und geht er so weit? Ja. Wunderbar, wie gefällt Ihnen das Porträt, das der Oskar Stocker von Ihnen? Naja, das ist irgendwie ein Porträt, das ein bisschen in die Zukunft weist. Die schaut aus wie 120. Aber ist okay. Science Fiction in gewisser Weise, nicht? Science Fiction, ja. Könnte man sagen. Als Essiggurkel, oder wie war das? Essiggurkel, ja. Haben Sie sich besser gefallen? Das hat ja auch Selbstporträt geheißen. Naja, da war der Wiedererkennungseffekt relativ gering, weil es waren erstens einmal, ich weiß nicht, 65 oder so und hat mich ja nicht wirklich direkt wiedererkannt. Das war eher so ideell gemeint. Wie inwiefern ideell? Inwiefern sind Sie ein Essiggurkel? Oder inwiefern sind Sie viele Essiggurkel? Na, die Essiggurke ist ja eine Anspielung auf verschiedene Art von Körperteilen von uns. Und dann hat sie natürlich auch etwas, was mich immer fasziniert, ähnlich wie die Kartoffel. Es gibt, ich weiß nicht was, Millionen von Essiggurken.
und alle schauen anders aus und trotzdem erkennt man sofort eine Essiggurke, ähnlich wie bei den Kartoffeln und ähnlich wie bei den Menschen. Mhm. Es gibt Milliarden von Menschen, alle schauen anders aus und trotzdem erkennt man sofort als Mensch. Also das war so ein Pendant, das mich interessiert hat. Was die Essiggurke betrifft, da hätte man dann körperteilmäßig den Teigs eher auch einladen müssen, der ist ja der Spezialist, wenn ich das richtig durchschaut habe. Jetzt haben wir gerade heftig über die Weltranglisten geschimpft, auf denen Sie... Das habe ich jetzt leider nicht mitgekriegt, weil ich wurde gerade heruntergeführt. Also wir haben jedenfalls geschimpft drauf. Ja, ich habe geschimpft. Gottfried hat gesagt, das ist was für Volksmusikanten und Schlagersänger. Die Hitparade ist für Schlagersänger und Volksmusikanten. Ja. Über die Relevanz der Kunst sagt das ja nichts aus. Ja, das sagt letztens aus, wie sehr jemand auf dem Kunstmarkt die Regeln richtig bedient. Absichtlich oder unabsichtlich. Aber es sagt nichts aus über den Wert der Kunst. Es sagt über die Qualität natürlich nichts aus. Bedienen Sie so toll? Ich weiß nicht, ich bediene ja nicht in dem Sinn, dass man kann ja selber dazu nichts beitragen, sondern das macht irgendwer mit irgendwelchen Computerprogrammen oder Dings und man kann die nicht bedienen, das ist ja anonym alles, also man erfahrt das dann immer nur. Mhm. Es scheint aber natürlich, dass die Galerien durchaus in der Lage sind oder große, einflussreiche Galerien in der Lage sind, Ausstellungen auf den Weg zu bringen, die dann in Punktesystemen... Ja, das ist was anderes, das ist ja überhaupt... Galerien sind ja auch dazu da, um einen Künstlerin zu vertreten, selbst auszustellen, zu vertreten, dem oder der die Arbeit zu ermöglichen, angenehm zu machen, mit der Person Ausstellungen zu engagieren, nicht nur in den eigenen Haus und in der eigenen Galerie, sondern auch außerhalb. Wenn es eine gute Galerie ist, wird es ihr gelingen, weltweit Ausstellungen sich zu vernetzen und den Künstler weiterzubringen. Museen, Kunstvereine, Kunstzeitschriften, all das. Wie gefällt Ihnen die Arbeit von Gottfried? Sind Sie auch mit der durch die irgendwie geprägt worden? Natürlich kenne ich die Arbeit von Gottfried Hellmann schon sehr, sehr lange. Ich kann mich erinnern, diese Plakate ganz früh, James Dean und dann diese Kinderporträts. Und das war ein Teil meiner Jugendkultur. Bin damit aufgewachsen auch. Gefällt es Ihnen? Naja, also, das ist jetzt, Sie dürfen keinen Künstler fragen, ob ihm die Arbeit vom anderen gefällt. Was soll man dazu sagen? Das ist ja die schönste Frage. Jeder Künstler dann Zähne knirscht. Jetzt ist er gepeint und jetzt bin ich gepeint. Ich schätze es und akzeptiere es, sagen wir mal so. Also, ich bin jetzt nicht, ich würde mir den jetzt nicht reinhängen, aber ich hänge mir auch viel die meisten anderen nicht hinein, weil bei mir eigentlich eh nur mein eigenes hängt. Was nicht so leicht ist, weil das Einfamilienhaus auf das Dach Ihres Schlosses werden Sie nur schlecht praktizieren können. Naja, aber Sie werden lachen. Also, ich versuche jetzt das Haus meiner Eltern, das Narrow House, das ja mein Elternhaus gequetscht ist, also verkürzt ist, zusammengedrückt auf einen Meter, bei mir aufzustellen. Das ist ja 20 Meter lang, 8 Meter hoch, also es ist in den Dimensionen eines richtigen Hauses, bis auf die Breite eben. Und das versuche ich jetzt bei mir im Garten aufzustellen, weil dieses Haus wird sehr oft ausgestellt auf der ganzen Welt. Und ich denke mir, es wäre irgendwie gut, wenn ich ein Exemplar bei mir habe und sozusagen auf mein Elternhaus immer schauen kann. Mhm. Also ich habe schon gern so wesentliche, größere Arbeiten, habe ich schon gern auch um mich, weil ich ja mit den Arbeiten, was wahrscheinlich eh jeder macht, sie verändern sich im Laufe der Zeit, man sieht sie anders, man kann mit ihnen sozusagen eine Kommunikation, in gewisser Weise eine Diskussion abhalten und kann sich an guten Arbeiten auch immer wieder messen. Das ist fast wie ein Richtpfeil. Also wenn eine Arbeit sehr gut gelungen ist, was ja relativ selten vorkommt, dann man möchte ja sozusagen immer qualitätvoll hohe Arbeiten, also hohe Qualität bieten. Und dann hat man sozusagen immer das da stehen, wo man sich denkt, da muss ich eigentlich rankommen, um mich selbst wieder irgendwie gut zu fühlen. Würden Sie sich in der Pop-Art, in irgendeiner Weise in der Pop-Art wiederfinden, die aufgeblasene Polizeikappe oder sowas? Ja, der Warhol wäre schon ein bisschen hier möglicherweise. Naja, Pop-Art hat natürlich viel mit Konsumgütern gearbeitet. Mache ich ja auch. Eben. Alltagsgegenständen. Und es hat schon Ausschläge gegeben über Pop-Art oder so eine Art von Pop-Art, da war ich dabei, also es widerstrebt mir nicht. Mhm. Sag einmal, der Donald Duck, überhaupt die ganze Welt von Entenhausen scheint sozusagen der lichte Bereich zu sein, wenn man sich einmal aus dem Bereich des tiefen Dunkels wegbewegen möchte. Oder ist Entenhausen genauso entsetzlich und bedrohlich? Nein, überhaupt nicht. Entenhausen war die Rettung für mich. In meiner Jugend als Vierjähriger. Das war für mich ein Moment der Wiedergeburt, weil ich das erste Mickey-Maus-Heft, das Deutsche, gekriegt habe. Und Donald war mein Heiland und Erlöser. Ja, meiner auch übrigens. Wirklich? Das ist ja ein Verlierer quasi, ein Loser, wie man heute sagt. Mhm. Der war immer wieder rausgekommen, ist immer wieder aufgestanden. Ist also wirklich immer wieder vollkommen wurscht, was ihm alles passiert ist. Er ist immer wieder aufgestanden und das hat was unglaublich Beruhigendes gehabt. Wir
damals die Zeichnungen gekriegt haben von Karl Barks, der beste Disney-Artist, ja. Dann waren die so gut übersetzt von Erika Fuchs. Das heißt, wir haben wirklich das Beste vom Besten gekriegt. Und das hat einen großen Impact auf unsere Generation gehabt, muss ich sagen. Es gab auch nicht so viel Ablenkung. Es gab ja, das war das erste Mal, dass ich Farben gesehen habe in meinem Leben. War das erste Mickey Mouse Heft. Und ich konnte damals nicht lesen, ich habe einfach die Bilder gelesen. Und das war wirklich der Eintritt in eine neue Welt. Das hat sich alles verändert. Für mich hat das alles verändert. Und das hat auch, auf, ich weiß das vom H.C. Artmann, mit dem ich darüber geredet habe, das war für ihn auch, der war auch absolut begeistert davon. Also es gibt sehr viele Künstler, die darauf reagiert haben. Auch Handke hat in einem Gedicht Donald untergebracht und Günter Grass hat ein ganz langes Gedicht über Donald, Dagobert und... War natürlich strikt verboten bei uns in der Schule. Das kommt noch dazu, es galt als Schundheft. Ja. Der Buch der Jugend, der gesagt hat, das ist Schund, das wird weggeworfen. Ja. Die wollten es verbieten lassen, es ist aber nicht gelungen. Wahnsinn, unglaublich. Sagen Sie, wenn man so hoch oben ist in der Kunstwelt, ein teurer, hoch bewunderter Künstler. Das ist alles relativ. Wollte ich fragen, haben Sie Sorgen, dass das einmal aus sein kann, dass die Trends wenden sich? Nein, ehrlich gesagt, ja, natürlich. Ich meine, dass man nicht immer oben sein kann, das ist irgendwie ganz klar. Und dass die Arbeit einmal weniger geschätzt wird und nachher ist es auch klar. Das ist, aber ich glaube, ich bin auch nicht jetzt durch den Erfolg sozusagen, wie einige meiner Kollegen, selbstherrlich geworden. Oder ich versuche eine kritische Distanz zur Arbeit zu halten und versuche sie tagtäglich zu verbessern oder tagtäglich mich an Dingen zu messen und zu arbeiten tagtäglich. Also ich versuche nichts zu wiederholen. Es gibt Leute, die haben dann sozusagen ein Modell für sich entwickelt und auf dem fahren sie dann dahin und strengen sich fast nicht mehr an. Bei mir ist es nach wie vor Anstrengung, Kampf, intensive Auseinandersetzung mit. Und das ist aber das Faszinierende, das freut mich auch dann. Wenn Sie aus dieser Liste rutschen würden, wäre das schlimm? Nein, wie gesagt, das ist wie Geld am Bankkonto. Das, wo liegt, das nimmt vollkommen abstrakte Formen an. Es ist irgendwo abstrakt und residiert da vor sich hin und wird mehr oder wird weniger. Das kümmert mich auch nicht, weil ich es nicht anrühre. Und das, es ist ähnlich. Also es ist, wie soll ich sagen, ein abstraktes Gut oder ein Urteil über mich, das vollkommen abstrakt ist und vollkommen abgehoben. Ich weiß nicht, wer dahinter steht. Ich weiß nicht, wie die dazu kommen. Man weiß, wie sie dazu kommen, aber natürlich freut es mich auch in gewisser Weise, eh klar, aber es ist nicht so, dass es mich tangiert in dem Sinn, dass ich aufgeregt bin und meine Arbeit jetzt aus einer anderen Perspektive sehe. Das Wichtigste ist die Arbeit und meine Möglichkeit, quasi die Arbeit auf eine Ebene zu heben, mit der ich zufrieden bin. Das geht auch nicht um die anderen, die meine Arbeit anschauen, es geht mal primär um mich. Ob mir es gelingt, etwas zu machen, was mich befriedigt in der Arbeit, das ist eh sau schwer genug. Das ist bei dir anders. Bei dir geht es massiv um die anderen, hast du gesagt, in den Köpfen. Ja, für mich ist der Dialog ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Das ist so wie das etwas, was Marcel Duchamp gesagt hat. Er sagt, Kunst ist ein zweipoliges Produkt. 50% ist der Künstler, 50% ist Publikum. Und er sagt, das, was zwischen diesen beiden Polen stattfindet, ist so etwas Ähnliches wie Elektrizität. Und das ist auch mein Verständnis von Kunst. Also ich habe das ja selber erlebt, als wenn ich in ein Museum gehe und ich mir Kunst anschaue. Es hat Momente gegeben, wo Kunst mich wirklich vollkommen erschüttert und ergriffen hat. Und wo mir fast die Tränen kamen. Ja. Das heißt, das waren für mich die religiösen Erlebnisse. Das war das Intensivste, was ich kenne. Ja, aber da gebe ich dir recht. Ich meine nichts anderes. Oder wir meinen wahrscheinlich beides Ähnliches. Ja. Natürlich, die Mona Lisa oder das beste Kunstwerk der Welt im Keller, wenn es keiner sieht, ist nichts wert. Weil es niemanden gibt, der sozusagen die Qualität übersetzen kann und aufnehmen kann. Aber bis es sozusagen zur fertigen Arbeit kommt, stehe ich da. Ja, ich bin die Instanz und ich bin die Schwelle. Und wenn ich damit nicht genügend finde, dann kommt es nicht durch. Das habe ich gemeint. Und das, glaube ich, ist auch, was zählt. Das heißt, die einzige Instanz, die bewerten kann, ob man auf einem Irrweg ist oder ob es richtig ist, ist man selber. Es gibt niemanden. Deswegen sage ich, ist diese Liste zwar nett, weil sie irgendwelche Vorteile haben mag, aber es hat mit der Kunst an für sich überhaupt nichts zu tun. Also mit der Rezeption des Kunstwerks überhaupt nichts. Es hilft nicht, es schadet nicht, es ist völlig wurscht. Es gab Kunstgeschichte tausende Jahre mit fantastischen Kunstwerken, ohne die Liste. Man muss sich das mal vorstellen. Mhm. All das ist geschaffen worden, ohne diese Listen. Natürlich. Picasso musste ohne Liste sein ganzes Werk schaffen. Das ist nicht schlimm. Ja. Der war nirgendwo auf einer Hitparade. Arme Sau. Das heißt, es ist, Damien Hirst hat es ja gesagt, es gibt zwischen Kunstmarkt und Kunst sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. In der Kunst geht es ums Leben. Und beim Kunstmarkt gibt es um Kohle, um Geld. Mhm.
Und das ist jemand, der weiß, wovon er spricht. Apropos, was kostet denn so ein Großformat von dir, so ein großformatiges Kinderbild ungefähr so? Alles, das ist der Vorteil, unglaublich underpriced, ja. Viel zu billig, aber 150.000 oder sowas. Mhm. Sie haben einmal gesagt, Sie könnten sich einen Wurm nicht leisten, ist das richtig? Ja, das war ein Scherz. Wir müssen nicht alles glauben, was ein Künstler sagt. Aber es ist schon so, dass ich die großen Objekte, dass die natürlich teuer sein müssen, weil die sind in der Produktion sehr teuer. Also ich spreche jetzt vom Narrow House oder von den Fat Cars. Das geht schon in viele hunderttausende Euro auch mit durch die Produktion und all das. Und das ist dann schon, ja, also ich muss ja auch einen Betrieb erhalten letztendlich, weil ich bin leider kein Maler, ich wär echt gerne ein Maler, weil die sind sozusagen allein, vielleicht haben sie eine Sekretärin und können alles selber machen. Ich brauche mit den schweren Trümmern ständig Leute, die mir helfen und die mit mir sind. Und das ist natürlich ein ganz anderer Apparat dahinter und auch andere Kosten, klar. Was bauen Sie jetzt gerade für einen Film? Also wir machen gerade für Frankreich, ich wurde im letzten Jahr von Frankreich angefragt, ob es mich interessieren würde, total skurrile Anfrage, eine Friterie zu machen. Ja, zuerst wusste ich nicht, was eine Friterie ist, aber das ist wie ein Würstelstand, gut übersetzt. Auf Deutsch ist eine Pommes frites Bude, aber für halt gesunde, nicht Würsteln, sondern irgendwie was Gesundes, Französisches. Mhm. Und mich hat das interessiert, weil es so abstrus ist und meine Arbeit ja oft so ein bisschen in Richtung Design sich auch entwickelt. Und ich habe dann eine große, geschmolzene Pommes frites Bude quasi, designt und die wird jetzt gerade realisiert. Sie haben ein enges Verhältnis zu Matthias Hartmann. Er hat sogar seinen Zumpf präsentiert für Sie. Allerdings mit verhülltem Kopf. Machen Sie, wäre das nicht spannend hier einmal? Ich weiß, Sie haben, wenn ich mich nicht täusche, so periphere Pläne miteinander. Oder habe ich das falsch verstanden? Also ich bin schon öfter angefragt worden, Bühnenbilder zu machen, aber das ist nichts für mich. Das machen andere besser. Künstlerbühnenbilder. Man weiß es eh dann, wie das Bühnenbild ausschaut. Das schaut dann aus wie Hellenwein oder das schaut dann aus wie, was weiß ich, wie Kiefer und so weiter. Mhm. Interessiert mich persönlich nicht. Ich schreibe gerade an einer Theaterskulptur. Ah, was ist das? Das ist quasi ein performatives Stück, wo ein Schriftstück, dass die Bereiche, mit denen ich mich beschäftige, Skulptur und Performance, quasi einholt. Mhm. Und es ist quasi keine Geschichte, es sind verschiedene Monologe. Und ich habe es dem Matthias Hartmann gezeigt, und der fand es sehr interessant. Und da machen wir jetzt was draus. Oh, wie schön. Wann kommt denn das? Das kommt irgendwann im Sommer. Ach, das aber ist nicht großartig. In Wien, woanders. Wo denn? Das sagen wir dann noch. Das ist da bin ich schon gespannt. Es ist gerade im Entstehen, das soll man jetzt nicht so viel sagen. Das ist ja faszinierend. In Salzburg? Mhm. Oha, interessant. Und ist noch nicht angekündigt und ist sozusagen... Nein, weil es gibt ja da den Galeristen Thaddäus Ropatsch, ja. Der ein Galerist ist, der mich da vertritt. Mhm. Und der hat 30-jähriges Galeriejubiläum, also in dem Zusammenhang. Ich verstehe. Nun, der Gottfried hat ja geradezu eine Künstlerdynastie begründet. Deine Kinder sind alle, deine vier sind Künstler geworden. Die Enkel auch, mal zeichnen auch schon mal. Alle Künstler, hundertprozentig, ja. Werner, wie ist es bei Ihnen? Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe drei Kinder, zwei Söhne. Einer ist 21 und 23. Zwei. Welcher von denen malt? Keiner. Mhm. Und eine kleine Tochter. Nein, der Jüngere hat begonnen, Fotografie zu studieren, dann hat er aufgehört. Aber das ist also ein altes Thema, das nicht leicht ist. Also Väter, Künstlerväter, die relativ bekannt sind, oder auch Künstlermütter, die relativ bekannt sind, und die Kinder, das geht wahnsinnig oft ins Auge. Mhm. Und meine Söhne haben da einen Realismus, den ich sehr schätze, den ich mag. Ich habe sie auch nie da beeinflusst. Weil ich Glück hatte, in meinem Beruf heißt es noch lange nicht, dass sie das auch haben. Und die würden natürlich lange Zeit immer gemessen werden an dem, was der Vater gemacht hat. Super mühsam. Sind Sie stolz? Hätte ich nicht gewollt. Auf den Ruhm des Vaters, die Kinder? Ja, also ich glaube, die kommen ganz gut damit aus und merken natürlich, dass da auch viel Anforderung dahinter steht und auch viel Stress dahinter steht. Aber beide haben keine Kunstaffinität. Mhm. Der eine ein bisschen Design, der hat auch Design studiert, und der andere fotografiert, aber aufgeregt gesagt, das ist da nichts für ihn. Die wollen beide was anderes machen und ich bin sehr froh. Und deine Lasten, und du lastest nicht tonnenschwer mit deinem Ruhm auf den Kindern. Bei uns war das so natürlich, meine Tochter hat da gesagt, sie ist ja Malerin, Schriftstellerin, macht Videokunst, spielt sogar ein Instrument jetzt. Die hat gesagt, für sie war die Vorstellung, ist immer mit Kunst aufgewachsen, im Atelier mit Künstlern. Die Vorstellung,
Anwältin oder sowas zu lernen. Es kommt ja so exotisch und fremd vor, so absurd. Ja. Das heißt, es war immer so, als gäbe es gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Und es ist schön eigentlich, wenn man beim Tisch zusammensitzt und über Kunst reden kann, über Philosophie, über Geschichte und Ästhetik. Und das ist das Thema. Bleibt bitte bei mir. Der Hermann Nitsch kommt gleich. Gut. Und wir fahren gleich fort. Gut. Meine Damen und Herren, der Wiener Aktionismus hat inmitten der dumpfen und verdrängungssüchtigen und harmoniebesoffenen Nachkriegsjahre ungeheure Verstörungen ausgelöst. Die Aktionen der Künstler Hermann Nitsch, Otto Mühl, Günter Brus und Rudolf Schwarzkogler waren wahrscheinlich unser ganzes Jahr 1968, das an Österreich sonst ja spurlos vorübergegangen ist. Hermann Nitsch ist heute eine Person von kunsthistorischer Relevanz. Sein Orgien-Mysterien-Theater beruht auf einem gewaltigen philosophisch-theatralisch-musikalischen Gesamtkonzept und hat alles Verdrängte visualisiert. Sexualität, Angst, Rausch, Ekstase, Gewalt, Kult, Tod. Im August wird er 75 und weil im bayerischen Sinn alles Kunst ist, hat man ihm kürzlich als vorgezogenes Präsent den Tresor aufgebrochen. Wir sind seit 30 Jahren befreundet, aber wenn er jetzt Rivella nimmt, dann hat er mich trotzdem verstört, ein Verhör zu beginnen. Im literarischen Verhör Hermann Nitsch. Herr Nitsch, was ist denn die größte Blödheit, die jemals über Sie berichtet wurde? Ich kann es gar nicht sagen. Und dann ist ja so, das mit den sogenannten Blödheiten. Vieles kommt ja aus einem kollektiven Unbewussten, dass die Leute mir Sachen zumuten, die auf ihren Mist gewachsen sind. Und wir haben also entsprechende Literatur. Es gibt ein Buch, das heißt immer wieder Nitsch, da waren Kritiken vom letzten Sechstagespiel versammelt. Also da könnte man sich suhlen drinnen. Und mir würde die Wahl sehr schwer fallen, zu sagen, das ist der größte Blödsinn oder und so weiter. Bei welchem Gericht schlagen Sie zu? Schweinsbraten, Gemüselasagne oder Sushi? Schweinsbraten, darf ich dazu sagen, der muss fett durchzogen sein, muss eine Kruste haben, einen Saft, der nicht ölig ist, sondern wo Fettaugen drauf schwimmen. Und Knödel, Sauerkraut brauche ich keines. Sigmund Freud oder C.G. Jung? Ich habe von beiden sehr, sehr viel gelernt. Aber vielleicht für mein Theater ist Jung noch wichtiger. Aber ich sage für mein Theater. Ich sage nicht, wer an sich wichtiger ist. Bin ich auch Gott sei Dank nicht gefragt. Sind Sie Blasphemiker? Nein. Was entgegnen Sie denen, die das behaupten? Naja, die müssen wohl oder übel mir glauben. Ich habe keine blasphemischen Absichten. Ich achte alle Religionen, alle faszinieren mich in irgendeiner Form. Und Blasphemie wäre, wenn ich absichtlich die jeweilige Religion beleidigen würde oder den jeweiligen Gottvertreter und so weiter. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal rasiert? Das war 1982 bei der Documenta. Es war immer ein Wunsch von mir, so ein Bart zu haben wie der Brahms oder wie die Herren aus dem 19. Jahrhundert. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dann einmal älter bin, dann mache ich das. Und bei dieser Documenta hatte ich, oder habe ich das schon gesagt mit der Documenta? Ja, und bei der Documenta 82 habe ich jetzt das Gefühl gehabt, jetzt ist es soweit. Vielen Dank für das Verhör.
großartig, dass du bei mir bist. Ich danke schön. Was trinkst du zunächst? Rotwein oder Rivella? Ich weiß es nicht. Also Rivella sicher nicht. Da hast du mal recht, das fängt schon gut an. Ja, ja. Was ist denn das überhaupt? Naja, sie haben gerade mal gesagt, so eine Art Almdudler auf Laktosebasis. Möchtest du das wirklich kosten? Nein. Siehst du das? Wie wär's dann mit einem Rotwein? Da weiß ich auch nicht, was auf mich zukommt. Jetzt hoffen wir, dass ich dessen nicht bedarf. Und dann ist eh was geritzt. Und wenn es dann aus ist, gehe ich dorthin was trinken, wo ich will. Genau, solltest du dehydrieren, bitte ruf rechtzeitig um Hilfe, ja? Ja, ja. Gut, das ist ja wunderbar. Sag einmal zunächst einmal, wie gefällt dir denn dein Porträt, das der Oskar Stocker von dir gemacht hat? Gefällt es dir besser als das, was der, das muss ja einmal enthüllt werden, was der Erwin Wurm von dir gemacht hat, wo man vor allem einen majestätischen Vorbau sieht? Was habe ich denn da gegessen zum Mittag? Weißt du das noch? Ja, eben nicht. Ne? Einen Kapaun vielleicht? Nein, das haben wir nicht. Wir haben noch Pfauen. 30 Pfauen haben wir. Also. Können Sie nicht mal welche ausleihen? Und die schlachtest du auch im Frühjahr? Nein, überhaupt nicht. Gott bewahre, nicht? Die schmücken dort das ganze Anwesen und sitzen immer genau dort, also wo sie so prunken können. Verstehe. Unmelodische Tiere, gell? Die schreien so. Naja, ich weiß nicht. Ich bin ja Bruckner-Verehrer, ne? Also irgendwie, da habe ich schon diese Trompetentöne. Gell, es sind so gellende Trompetentöne. Ja, dabei. Ich habe das ganz gern. Also, und wie gefällt dir dein Porträt hier? Ich freue mich immer, wenn ich wo abgebildet bin. Das ist wunderbar. Sag einmal, bevor wir jetzt zur Kunst wechseln, hat man die Schurken schon erwischt, die dir 500.000 Euro aus dem Tresor geklaut haben? Ja, so genau wissen wir das nicht, wie wir es, aber es wird das gewesen sein. Und das war die Rücklage für mein Sechstagespiel, das nächstes Jahr stattfinden wird. Ne? Aber wo, da ist ja nichts, da ist keine Chance. Geht nichts weiter? Da geht nichts. Zuerst hat man doch gedacht, das sind Leute aus deinem persönlichen Umfeld, irgendwelche Bediensteten. Ja, vielleicht haben sich die umso besser verborgen gerade deshalb. Na und jetzt hast du bereits hier dort sozusagen vor-Nox-artige Zustände. Da bist du schon schwer bewacht und überwacht und alles? Ja, es ist so. Also, ich komme mir vor wie in einem Kriminalfilm. Na, ist auch nicht schlecht. Ja. Und ihr schaut, ein bisschen teuer waren die Produktionskosten von das 500.000. Ja. Verstehe. Du, vor kurzem habe ich eine Riesengeschichte über dich gebracht und sofort sind wieder die Leserbriefe gekommen. Ein Perversling, ein Scharlatan, ein Mörder und so weiter. Brauchst du diese Art Umstrittenheit? Magst du diese Umstrittenheit oder geht sie dir auf die Nerven? Also ich werde das öfter gefragt. Und wenn ich nur an die Zeiten zurückdenke, also mit dem Bruce und auch mit dem Schwarzkogel, ja. Und da waren ja die wüstesten Geschichten in den Zeitungen. Naja, und wir haben das gar nicht so ungern gesehen. Ich meine, es war lausig genug und vielleicht widersprechen mir da jetzt meine Kollegen. Aber wir haben gesagt, das ist ja genauso wie beim Bruckner oder beim Schönberg. Unsere Arbeit hat so eine Kraft, dass solche Wirkungen ausgelöst werden. Und ich würde sagen, so war es damals und so ist es heute. Ich habe schon immer gewusst, dass meine Arbeit eine Kraft hat. Und dass diese Kraft etwas bewirkt. Und jetzt erspare ich dir eine Frage, weil die Leute haben immer gehabt, ich wollte provozieren. Mhm. Ich wollte nie provozieren. Ich wollte Intensität zeigen mit meiner Arbeit. Ich wollte, dass die Leute betroffen sind. Aber ich wollte also weder die Kirche beleidigen, noch irgendwie in Richtung erotischer Eingriff verstanden werden. Viele Leute glauben, das sei verlogen. Es war nicht so. Sag einmal, das Spiel mit Blut, mit Gedärmen, mit Sexualität, was will es? Es ist wohl ein psychoanalytischer Vorgang, ein tiefenpsychologischer Vorgang, würde ich vermuten, nicht? Naja, schau, in der Renaissance,
Da haben sie die Familienmitglieder von Michelangelo haben sich weggesetzt vor ihm, weil sie erfahren haben, dass er seziert. Das ist, oder dort der, ich glaube, ein Deutscher ist er, nicht? Der über Körperwelten, der diese Sachen zeigt. Gunther also, von Hagens. Da muss irgendwas dran sein, sonst gingen nicht so viele Leute hin. Mhm. Und es ist jetzt schon so, wie es da drinnen aussieht, geht nicht nur den Wissenschaftlern was an, sondern auch den Künstlern. Und ich hoffe nicht, pervers zu sein, und wann war es mir auch wurscht. Uns Künstler fasziniert das, was da drinnen ist. Die Gedärme, das Herz, die Lungen, die ganzen Organe, diese wunderschönen Farben. Der Delacroix ist in der Früh immer aufgestanden und in Paris in die Schlachthäuser gegangen, weil er gesagt hat, die herrlichsten Farben sieht er da. Und das ist alles noch, also mich wird es weiterhin interessieren. Und ich werde weiterhin in der Richtung arbeiten. Schlachtest du noch Stiere beim Sechstagespielen? Ich habe nie einen Stier geschlachtet, würde mich aber nicht schämen dafür, weil sonst die verderben kann. Kann Taufelspitz essen und so weiter. Und es ist ja so beim Sechstagespiel, ich will endlich einmal meine Ruhe haben und will, dass sich die Leute ganz konzentrieren auf die Vorgänge. Und diesmal wird nicht geschlachtet. Mhm. Wir kaufen ein geschlachtetes Tier und das wird dort verwendet. Und ich schäme mich nicht zurückzuziehen. Ich möchte mal Ruhe haben und dann nicht die Tierschützer draußen vor der Tür haben. Das Sechstagespiel magst du nächstes Jahr, definitiv. Ja, ja. Obwohl man dir so viel Geld entwendet hat, kannst du es trotzdem aufstellen. Na, dann gehe ich in Schuldhaft. Nun, meine Güte. Herr Wurm, wie war das mit Ihnen? Sind Sie auch geprägt worden durch den Aktionismus? Man könnte ja durchaus Ihre Kunst als etwas Aktionistisches natürlich auch bezeichnen. Ich meine, das waren ja die großen Stars damals, wie ich nach Wien gekommen bin. Ich kann mich noch erinnern, da war ich Student und wir sind da irgendwie, auf irgendeinem Grund waren wir in München und ich wollte da Kataloge von den Wiener Aktionisten kaufen und in diesem Bücherladen hat die gesagt, nein, wir haben keine Kataloge, ganz bewusst nicht, weil diesen Dreck verkaufen wir nicht. Das kennst du eher. Nein, aber die waren, ich meine, das war ein wesentlicher, war ja eine international anerkannte und geschätzte und sehr forcierte Kunst. Das war wichtig, war sehr wichtig. Hermann, die Religion ist durchaus ein Teil deiner Kunst, der Kult, aber auch die Religion. Bist du prinzipiell ein gläubiger Mensch? Glaubst du an was? Ich beschäftige mich sehr mit Religionen, ich würde sagen mit Religionen aller Zeiten und aller Kulturen. Mhm. Und viele Religionen haben eben ganz faszinierende Symbole und Kultformen und so weiter. Es kann da nicht einer sagen, die ägyptische Religion ist vergangen. Mhm. Ich meine, da gibt es noch so viel zu holen und auch in tiefen psychologischer Hinsicht. Also wie gesagt, große Hochachtung, großer Respekt allen Religionen gegenüber. Und ich bin aber an keine fixiert. Und das Christentum, das wird so oft so zitiert, deshalb, weil ich so erzogen worden bin. Dass ich betrachte mich als einen Religionsarchäologen, für den das Christentum eine Hilfe ist, ganz tief in die Vergangenheit und sogar ins Unbewusste Licht reinzubringen. Hast du Angst vor dem Tod? Ja. Warum? Ja, mein Gott, das wird jetzt ein bisschen anders sein. Ne? Wie denn so ungefähr? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich waren das wusste. Nein, vom Zahnarzt da Angst. Also. Aber ich habe mir da in diesen Dingen eigentlich fest vorgenommen, immer die Wahrheit zu sagen. Mhm. Die meisten sind wahrscheinlich überzeugt, dass es dir dann ganz warm sein wird nach dem Tod. Wenn man glaubt an Himmel und Hölle. Bei dir wird es sehr heiß werden. Wahrscheinlich. Ja, es kommt drauf an. Also ich werde in Entenhausen landen, das steht fest. Ja. Und zur rechten Hand Onkel Dagobert sitzen. Ja. Ja, vom Tod Angst braucht man keine Angst haben. Vom Sterben kann man Angst haben. Schmerz vor schmerzhaften Sterben, aber vom Tod eigentlich nicht. Der Tod ist ein Übergang in irgendein anderes Stadion. Da sind wir dann woanders. Und wo?
Glaubst du, dass da was sein wird? Eine Reinkarnation oder was kann sein? Lass uns überraschen. Aber es stimmt schon. Es ist das angenehm wäre, wenn man so wie diese buddhistischen Mönche machen könnten in Tibet, die sich hinsetzen, verkünden, dass sie den Körper verlassen und dann gehen die weg und sterben. Und der langsam vertrocknen. Mhm. Ja, der Körper bleibt da. Da gibt es so einen berühmten Fall nicht. Ja. Das sind sie erst Wochen danach draufgekommen, dass der eigentlich schon längst tot ist. Ja, es gibt auch welche, die sind mumifiziert. Also die sind bereits uralt und die sitzen immer noch da. Ja, genau. Apropos langsam vertrocknet, möchtest du nicht doch einen Rotwein lieber? Stell dir vor, wenn die Sendung aus ist und du bist mumifiziert, weil ich da keinen Wein angeboten habe. Nein, ich glaube, wenn ich da zu wenig rede, dann fragen wir mich. Dann brauche ich keinen schlechten Wein. Also, ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass der gut ist. Na, willst du es versuchen? Probieren doch mal. Boah, ich habe zurzeit keine Ahnung. Ich habe Coca-Cola. Hier ist der Wein. Das ist ein Coca-Cola. Willst du Coca-Cola? Da kostet es. Aber ich esse ja genug so. So, danke. Riechen tut er nicht schlecht. Nur so äußer. Na, wenn du deine Maschinerie antreibst, das soll mal ein Glaserl bringen. Lass ich das, aber ich bringe da, ich bin die Maschinerie. Das ist hier ein armer Sender, ja? Hier gibt es nur eine Maschinerie. Bitte schön, jetzt bin ich erleichtert. Danke. Meine Lieben, Gustav Peichel wartet schon. Und wir reden dann gleich alle mitsammen weiter. Ist das in Ordnung? Muss das sein? Na, hätte nicht ich habe nämlich einen Freund aus Italien, der mit mir die Partitur durchspricht und der wird das dirigieren. Und der ist jetzt extra hergekommen. Welche Partitur? Na, für das Sechstagespiel. Na, die Viertelstunde schenkst du uns aber schon. Noch, Viertelstunde schenke ich? Wir sind ja bald fertig. Na, nicht so bald, aber wir sind da. Dann bitte, meine Lieben, bleibt bei mir. Es ist ein herrliches Gespräch, ich danke, ich bin äußerst befeuert, obwohl ich nichts trinke, weil wenn ich im Dienst trinke, werde ich aufdringlich oder zudringlich oder aggressiv oder sowas, das wollen wir gar nicht ausprobieren. Ja, das wollen schon wir schon. Nur das nicht, und vor allem, bitte, ja, wie auch immer. Bleibt's bei mir, ich sage den nächsten Platz da. Meine Damen und Herren, Gustav Peichels unter dem Namen Hieronymus gefertigte, sehr lakonische Karikaturen sind allgemein Bestand. Als Architekt hat er leider nur 8 und nicht 9 ORF-Landesstudios gebaut, denn dem 9., dem in Wien, geht es bekanntlich nicht besonders. Außerdem führt er ein zum Mordgerät geschliffenes Mundwerk. Seine Memoiren sind unter dem Titel Der Doppelgänger erschienen. Bei mir ist er auch ein Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Gustav Peichel. Herr Peichel, woher ist Ihre Brille? Von der Firma Schau-Schau im 1. Wiener Gemeindebezirk. Und Sie sind zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Steht Ihnen noch ausgezeichnet? Wirklich? Es ist wichtig, dass mir was ausgezeichnet steht. Was muss denn Architektur erfüllen? Form, Funktion, Material, Farbe und Licht. Und wenn man das gut macht, gibt es eine gute Architektur. Aber wenig. Nerven Sie kleine Kinder? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Es kommt natürlich darauf an, wie klein. Weil kleine Kinder, das ist ein Begriff, der ja also, sich dehnt. Aber je älter ich werde, desto mehr gefallen mir kleine Kinder, die ich in der Stadt sehe oder sonst irgendwo. Peichel oder Hieronymus, kämpfen die beiden innerlich gegeneinander? Nein, im Gegenteil. Der Peichel und der Hieronymus, die ergänzen sich. Heute sagt man Synergieeffekte. Wie wichtig ist denn Ironie in der Architektur? Ironie ist im Leben überall wichtig, auch in der Architektur. Man muss aufpassen, was man unter Ironie versteht. Die Ironie ist etwas, was man benutzen muss als Künstler, als kreativer Mensch. Nur ist es schlecht, wenn man sie als Ironie erkennt, aber man muss dran denken und muss sich dran halten. Machen Sie einer Frau gerne Komplimente? Ja, ununterbrochen. Aber es kommt auf die Frau an. Freundelwirtschaft, harmlos oder gefährlich? Also es kommt darauf an, auf die Freunde, die die Freundelwirtschaft pflegen. Gefährlich würde ich sie nicht einschätzen. Harmlos auch nicht. Die Seilschaften, die jetzt gebildet werden in allen Gebieten, in der Kunst, in der Kultur, in der Politik, sind nicht wegzudenken. Macht man sich in der Architektur mehr Freunde oder Feinde? Also das kommt ganz drauf an. Ich habe mir sehr viel
Freunde gemacht in der Architektur, meine Bauherren. Ich habe ja viel wahnsinnige Bauherren gehabt. Den Gerd Bacher angefangen mit den ORF-Studios oder den Peimann mit der Probebühne oder den Helmut Kohl in Deutschland mit der Bundeskunsthalle. Und die habe ich mir eigentlich alle zu Freunden gemacht. Feinde, glaube ich, habe ich keine. Gegner habe ich natürlich in der Architektur, weil viele meiner Kollegen mit meiner Architektur nicht einverstanden sind. Aber das macht nichts. Ein wunderbares Abendessen. Wie sieht das aus für Sie? Das beginnt mit einer Leberknödelsuppe, selbstverständlich. Die darf aber nicht zu scharf oder zu sauer sein. Und die Leberknödel dürfen nicht zu groß sein. Klein und schön. Und nachher eine Vorspeise, die kann kalt sein. Presskopf mit Essig und Öl, schmeckt mir sehr gut. Und später ein Reisfleisch zum Beispiel, aber auch ein Wiener Schnitzel. Die Sendung würde das nicht aushalten. Ich könnte viele, viele Speisen jetzt aufzählen. Vielen Dank für das Verhör. Ich habe zu danken. Herr Professor, welche Freude Sie jetzt haben. Was trinken Sie denn, Rotwein oder Rivella? Also, Moment, ich bin ja Doppelgänger, wie man weiß. Trinken Sie beides? Der eine trinkt Rotwein und der andere trinkt das Ribella, oder wie heißt das? Ribella, den beneide ich nicht, aber geben Sie ihm, flößen Sie ihm ruhig ein. Das macht der Karikaturist, der kann das trinken. Und ich trinke den Rotwein. Bitte schön. Vom Kobenzl ist der Wein. Das ist jetzt für den Architekten, ne? So ist es. Gut. Oh, die sind nicht so schlecht, so Kobenzl da, die Weine. Ja. Gehört der Stadt Wien. Ja, ja. Na ja, das gibt zu denken. Herr Professor, wie gefallen Sie sich denn da so? Na ja, ich finde das sehr schön, aber die andere Hälfte, die da nicht drauf ist, ist schöner. Die andere Hälfte ist er, was ich gesehen habe. Beide sind halbiert, nicht? Vielleicht gehört sie ja zusammen. Nein, ich meine seine andere Hälfte. Ach so, die andere Hälfte, verstehe. Ja, wesentlich schöner, aber wie auch immer noch, selbstverständlich. Herr Professor, zuerst müssen wir mal was klarstellen. Der Gottfried hat einmal mir gesagt in einem Interview, Sie haben ihn verhindert an der seine Professur. Daraufhin habe ich von Ihnen einen Brief bekommen. Ja, Sie hätten das mitnichten, Sie hätten ihn vielmehr sogar befürwortet, so, und die anderen waren es. Also ich bin ja immer dahinter, sehr dankbar, muss ich sagen. Gott sei Dank. Also es war richtig so. Das ist so ein anderes Thema. Aber es waren alle... Die ganze Professorenschaft sich einig. Ich war ja nicht dabei. Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Also, ich war ja gehört. Dabei, darf ich dir sagen. Der Hausen hat es mir gesagt. Wir zwei sind im Tiroler Hof gesessen, wenn du dich erinnerst. Nein, ist gut. Ich habe auch viel vergessen. Und da haben wir uns ausgemacht, weil das wäre schön. Und ich habe mich wirklich dafür eingesetzt. Aber vom 22 Stimmen, nur 3 gekriegt. Zu Hausner sage ich nichts, aber der war auch nicht dafür. Ich weiß es. Der Hausner hat mich überhaupt vorgeschlagen. Ja, das, so sind die Wiener Mauler gewesen. Der hat mich vorgeschlagen, ja? Sonst wäre das ja gar nicht... Ja, aber nicht im Kollegium. Er ist kein Thema. Interessante Vorgänge. Ja. Nicht? Außerdem schreiben Sie in einem Buch, Sie haben Bedenken gegen Nietzsches gegenwärtiges Schaffen. Inwiefern? Nein, so schreibe ich das nicht. Ich habe nur gesagt, dass Nietzsches gegenwärtiges Schaffen eine Wiederholung ist. Geändert hat sich nur die Farbe. Das Spritzen ist gleich, der Ausdruck ist gleich. Nur das Rot. Ich wiederhole mich weiterhin. Herr Professor, nahezu alle Anwesenden sind sich einig, dass in den 50er und 60er Jahren die Seilschaften und Klicken die Pest waren. In Ihrem Buch steht das Gegenteil. Sie sagen, die hätten durchaus was weitergebracht. Inwiefern? So, ja, es hat damals natürlich Klicken gegeben, da hat er schon recht, der Heinemann. Nur wie er es negativ darstellt, dass er gelitten hat darunter, dass man ihm Steine nachgeworfen hat, das ist alles Legende. Ich habe in Wien gewohnt, der 50er und 60er Jahre. Sie haben nie Steine nachgeworfen. Das Klicken gegeben hat, stimmt. Aber es waren auch aus meiner Sicht sehr positive Klicken. Das war also Monsignor Mauer und sein Team hervorgegangen. Galerie St. Stephan. Dann war der Art Club neben der Kärntner Straße. Das waren lauter Zusammenkünfte von Künstlern, die es ehrlich, ernst gemeint haben. Natürlich eine andere Kunst gemacht haben, das ist schon klar. Aber dass sie eine andere bekämpft haben, das stimmt also wirklich nicht. Es gab immer Kampf und Eifersucht.
unter Künstlern in Österreich. Wenn ich mich erinnere ans Profil, wo also der Rainer, glaube ich, über den Hrdličker hergefallenen ihn als Schmulzmeißler bezeichnet hat. Das war bei mir, bitte. Der Hrdličker hat sofort geantwortet, Leserbrief. Also es ist das einzige Land der Welt, wo Künstler sich in Leserbriefen ohrfeigen gegenseitig und haben sie bei alle zusammen dem Frohnen übergebraten. Der Frohnen schreibt dann, der Rainer soll sich erinnern, wer ihn auf die Idee gebracht hat zur Übermalung, weil das war ich. Und dann, also das war sehr unterhaltsam, aber wenn Ihnen nicht aufgefallen ist, dass aber in Wien Neid, Eifersucht, Intrige regiert, dann haben Sie vielleicht sehr so privilegiert nett gelebt unter erlesenen Leuten. Das ist ja toll. Nicht. Das ist wunderbar. Aber es gab die andere Seite Wiens auch. Vielleicht. Gott sei Dank. Es hat ja auch irrsinnig viel Gute. Ich kann mich erinnern, in den 50er, 60er Jahren, es war eine Sehnsucht nach Ekstase und Rausch. Ja? Es waren ja alle immer besoffen. Also wenn der Qualtinger dann umgefallen ist und konnte nicht mehr aufstehen und liegt im Havelker und dann kommt der Sokol beim Aufhelfen vor, der war auch drüber, schweibt sich an, da bleiben beide liegen und dann lachen alle. Das war einfach ein Teil von dem Ganzen. Das habe ich dauernd erlebt. Oder der Schürer kommt in ein Lokal, schreit und tobt. Dann geht er zu irgendeinem Tisch, nimmt das Bierglas von irgendwelchen Touristen und brunst hinein. Das war alles Wien. Das habe ich nirgendwo anders erlebt. Das gehört dazu. Das war ein Teil davon. Und ich muss sagen, ein Teil hüte ich auch als Schatz, weil die Geschichten so unglaublich sind, einige davon. Wenn ich das jemand erzähle in Amerika, das glauben die gar nicht. Das ist wie von einem anderen Kind. Aber nicht dagegen, dass das den Teil so gibt es auch negativ dargestellt. Also so vielleicht, und auch so sicher gab so einen Teil. Aber der große Teil war in den 50er, 60er Jahren in der Kunst, in der Kultur zum Aufbruch. Und das Bemühen, etwas Neues, etwas anderes zu machen. Ich bin nur dagegen, dieses, wie er es so macht, geschickt und propagandistisch, die Negativdarstellung. Natürlich haben wir uns ja geeinigt, hat es es auch gegeben. Aber es war nicht so, dass das dominiert hat in den 50er, 60er Jahren. Das haben Sie nicht erlebt. Das ist meine. Ja, was heißt, ich habe in Wien gelebt. Was nein, aber Sie haben nicht gelebt, erlebt, wo ich war. Das heißt, es muss doch möglich sein, dass zwei verschiedene Leute eine verschiedene Biografie und andere Sachen richtig erleben. Andere Leute treffen, andere. Das ist doch möglich. Das heißt, über meine eigene Biografie bin ich die einzige Autorität. Das heißt, wenn ich das so erlebt habe, ich habe auch viele Zeugen, vom Teix angefangen, wir haben alle unglaubliche Dinge erlebt und das haben wir wirklich erlebt. Ich sehe das weder negativ noch positiv, ich will das überhaupt nicht bewerten, aber es ist ein Faktum. Das ist ja dauernd eine Bewertung. Ich sage noch einmal, natürlich hat es das auch gegeben, aber ich will nicht wegdiskutiert haben, dass in den 50er, 60er Jahren in Wien Österreich sehr, sehr viel passiert ist. Die Tiroler Künstler, die nach Wien gekommen sind, ob das Architekten waren, Maler oder Zeichner waren, der Walter Bichler zum Beispiel, der irgendwo genannt wurde, ein großartiger Grafiker gewesen. Ja. Aber es stimmt schon, die haben natürlich, ich schätze den Walter sehr, 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 aber neben ihm hat man es nicht leicht gehabt. Oder auch zum Beispiel der berühmte Wotrubar. So, der Wotrubar hat zum Beispiel den Otto Eder hinunter und viele hinunter. Also der hat auch niemanden aufkommen lassen. Das hat schon gegeben. Das war immer ein Teil davon. Ja. Die Eifersucht der einzelnen Persönlichkeit. Ja. Das stimmt schon. Aber auch, dass das so, was zu Wien schon dazu gehört, das kann ich besonders deshalb sagen, weil ich so lange im Ausland lebe und den Unterschied kenne. Ich besuche das nicht, also ich lebe im Ausland. In Wien gab es immer eine brutale Auseinandersetzung, auch ein Kampf, ja, ein gegenseitiges Beschimpfen, Intrigen. Das war schon sehr extrem. Und es ist auch, es hat ja Vorteile. Auch zum Beispiel, wenn man vorstellt, dass der Thomas Bernhard oder der Peimann, dass die es zu, ununterbrochen zu Schlagzeilen der größten Tageszeitung bringen, dass jeder diese Leute kennt, dass der Thomas Bernhard sagt, er geht von Zeit zu Zeit sehr gern nach Wien, weil dann nehme ich ein Hassbad. Und wenn so eine alte Frau vor mir steht mit zwei Stock und sieht mich, erkennt mich und bebt und überlegt, soll jetzt den Stock nehmen, den man überbraten, aber dann falle ich um. Sagt er, wenn ich das gesehen habe, ist mein Tag gerettet. Das heißt, das gibt's auch. Das können Sie nicht abstreiten. Ja, also ich vielleicht nicht. Ich glaube, dass Sie ein Patriot sind, ein bisschen. Täusche ich mich? Das bin ich sowieso. Inwiefern kann man das sein? Das bin ich sowieso. Erstens bin ich ein geborener Wiener mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist so. Was ich mitgemacht habe, wie ich mich durchgekämpft habe, was ich erreicht habe. Zum Zweiten ist es so, dass wir heute international so eine eigenartige Diskussion haben. Das wurde ja schon erwähnt, glaube ich, über EU, über Euro und Nord und Süd. Dass man da
so sehe ich's, nur versuchen muss, dass man also patriotisch ist, unter Anführungszeichen. Ich bin kein Patriot, der jetzt also irgendwie mit Fahnen geht oder für etwas kämpft. Bin ich nicht. Aber ich bin einer, der es nicht gern hat. Ich habe auch meine Probleme mit Wien und mit Wienern vor allem. Der Los, glaube ich, hat gesagt, Wien ist wunderbar, nur die Wiener sollte man nicht haben. Das stimmt ja alles. Georg Kreisler, wie schön wäre Wien ohne Wien. Kreisler, na, großartig. Aber ist auch in den 50er, 60er Jahren positiv passiert um Kreisler. Mit seinen Taubenvergiften und mit Bronner, mit Qualtinger wurde schon genannt. Das sind alles aus meiner Sicht patriotische Burschen gewesen oder Männer gewesen, die natürlich mit Neid verfolgt wurden und beschimpft wurden. Der Friedrich Thorberg, was hat man dem alles vorgeworfen? Ja, Brecht hat er verboten. Dabei mag ich den Brecht auch nicht, aber bitte. In Brecht hat er verboten, der Thorberg. Ja, okay, ausdiskutiert. Dabei kann ich den Brecht auch nicht leiden, aber trotzdem. Ich kann den Brecht nicht leiden, ist schön. Herr Professor, wenn wir aber ein wenig uns zum Architektonischen wenden wollen, ja. Ist das nicht deprimierend, wenn man heute schaut? Ja. Also ist das nicht fürchterlich, ja. Stellen Sie sich ich vor? Ich bin Ihnen recht. Ich gebe Ihnen recht. Gefällt Ihnen das, möchte der Bahnhof Landstraße? Fürchterlich. Der Flughafen? Da bloß, fürchterlich. Das Chipperfield-Gebäude, ja. In der Kärntner Straße. Das ist eine gute Architektur. Ja, wirklich. Ja. Ist das nicht ein bisschen mutlos? Über Maßstab kann man debattieren, aber es ist eine gute Architektur. Ja. Nur der alte Westbahnhof. Das sind alles wirkliche Fehlleistungen in Sachen Architektur. Nur die Architekten sind natürlich daran schuld, aber hauptschuldig sind die Verantwortlichen, die das bauen, genau, und die zulassen. Ja, die Politiker, okay. die Bauherren. Vollkommen richtig. Der Bauherr von heute ist kein Herr mehr. Das wird irgendwo entschieden, was im dritten Bezirk in der Landstraße passiert ist dort. Unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist viermal so viel, wie ursprünglich angenommen wurde dort. Und auch viermal so schier. Okay, gut. Ja, so ist es. Oder wie die Dachlandschaften von Wien kaputt machen. Mhm. Wien, es gibt mehrere Städte in Österreich, die großartige Dachlandschaften haben. Das ist Graz, das ist Salzburg, das ist Wien. Und die Wiener wird vernichtet, ja, zerstört, durch Architekten. Wird zerstört. Ja, absolut. Mhm. Ja. Weil dass man es aufbauen darf, was immer man will, irgendwas Asymmetrisches, was völlig bricht mit dem, was drunter ist, zerstört es einfach auch. So ist es. Das Schlimme ist, die Umwidmungen, die Freundschaftsumwidmungen, es wird ja das meiste gegen die Bauordnung und gegen Gesetze gemacht. Weil die Stadt Wien, die will nur Geld machen und die hat also Firmen, die sie betrauen muss und die bauen dann und überall. Wenn man in Wien schaut, eingeschossig, wenn man es gesagt, zweigeschossig aufgebaut, am Hof, das wunderbare alte Gebäude, das wirklich wunderbare, aus dem 19. Jahrhundert noch, haben sie mit drei Geschossen aufgebaut. Nur, Wahnsinn. Weil das Geld, Wahnsinn, weil aha. Das Geld bringt. Oder Grinzing wird kaputt gemacht. Der bleibt bei mir. Sicher sind Architekten schuld, aber vor allem sind es die Politiker, die Politik und die Vereine, die Vereinigungen, die also das Ganze bauen. Ja, und das wahre, schlimme Bauen passiert ja am Land. Das Bauen ohne auch Architekten. Richtig. Die Bürgermeister, ist die Bauinstanz. Ohne Architekten. Ja, katastrophal, die ganzen Häuseln, die gebaut werden. Ja, aber die werden. Können ja nicht so schlecht sein wie die von den Architekten. Na, schaust du bitte so an. Die industriell vorgefertigten Häuser. Ja, bitte schau dir das an. Extrem. Man braucht ja nur herumfahren. Und darunter leidet das Land, finde ja, weil das, noch ärger als in der das Stadt. Das ist ein Diktat der Industrie. Weil die Industrie ja, stellt, richtig. Früher war es mal der Künstler, der Architekt oder der Bauherr. Industrie jetzt ist es die Industrie. Die Industrie hat aber ganz andere Maßstäbe, im Zusammenspiel, nichts mit Ästhetik zu tun, sondern nur mit Profit. Ja, im Zusammenspiel mit den Gemeinden, weil die Bürgermeister sind die oberste Bauinstanz, die sind korrumpierbar, weil wiederwählbar. Und da ist der ganze Salat, da passiert das Ganze. Ja, ich Drama. Baue meine ganze Architektur unter der Erde, damit man es nicht sieht. Ja. Herr Professor, was ich Sie noch schnell zum Thema der Karikatur fragen muss, es ist doch ein wahnsinniger Verfall des Gesichtes, hat stattgefunden. An Fiegel konnte man wahrlich darstellen, Kreisky gar nicht zurück. Das ist ein Verfall der Gesichter in Natura. Ja, ja, versuchen Sie mal den Landeshauptmann Kaiser von Kärnten zu zeichnen. Ich bin froh, dass er da ist, wohlgemerkt, weil das ist besser. Das vorher war nicht besser. Oder Haslauer in Salzburg, Haslauer Junior. Kann man so wie immer, oder Feimann, kann man in Feimann eigentlich zeichnen? Nein, ich habe ja vor kurzem gesagt,
Bruno Kreisky, Fred Sinowatz, auch Leopold Fiegel, es sind noch mehr. Die waren Persönlichkeiten, Einzelpersönlichkeiten. Aber was fange ich heute an mit einem Feynman oder will ich die Namen gar nicht alle aufzählen? Spindelecker heißt haben schon andere. Recht. Wenn der das Herz gibt, kann man aufzählen. Ja. Das Problem das kann ist, dass in die Hose geht. Ja, das geht schon bei mir alles in die Hose, das ist gut so. Was das Problem ist, die Politiker und die Taten der Politiker von heute übertreffen ja die Karikatur. Mhm. Die Realität übertrifft die Karikatur. Das ist so. Ja. Alle Karikaturisten leiden darunter. Das ist so. Naja, es gibt weniger Originale. Früher war der Franz Josef Strauß, es gab ja auch gute Feindbilder. Die hat heute schaut alles so technokratisch und gleich aus. So alles nach dem amerikanischen Prinzip. Ja. Allein so Weinhöfer gegen Platter, was für ein unfassbarer Unterschied. Ja, Wahnsinn. Da will ich gar nicht dran denken. Ja. Meine lieben Freunde, es war großartig. Aber wir sind durch und ich darf noch die Sendung beenden. Und es war toll, meine Liebsten. Danke. Damit sind wir schon wieder fast am Ende. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Und ich bleibe bei der Kunst. Alfred Kubin war nicht nur einer der allergrößten Zeichner, die ich kenne, er hat auch einen Science-Fiction-Roman mit dem Titel Die andere Seite geschrieben. Fantastisch in seiner apokalyptischen Bilderwut und Sprachgewalt, bestürzend auch in seiner Prophezeiung. 1908 wurde schon das ganze Verhängnis des Totalitarismus wie des Killerkapitalismus beschrieben. Wählen Sie unbedingt die Suhrkamp-Ausgabe mit den 52 Abbildungen. Hier ist es vergraben. Hoppala, bitte um Entschuldigung. Kubin kann ich Ihnen keine beantwortbare Quizfrage stellen, aber zur Science-Fiction-Literatur. Sie wurde in ihrer modernen Form von einem Franzosen erfunden, der unter anderem 20.000 Meilen unter dem Meer schrieb. Wie heißt er? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir signierte Drucke in limitierter Auflage der Porträts, die Oskar Stocker von allen unseren Gästen gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder. Bleiben Sie Leser. Das ist 60 Jahre.